Servus Leute, ich hoffe euch geht's gut und willkommen zurück zu Shaw Cyrix und einer neuen Folge von Cyrix Space News. Fangen wir in dieser Folge mal in Fernost an, nämlich in China. Das chinesische Raumfahrtunternehmen Galactic Energy hat eine weitere Ceres-1-Rakete gestartet, die sechste um genau zu sein, die Ceres-1Y6. Und diese ist am 22. Juli 2023 um 5.07 Uhr UTC vom Jiuquan Satellite Launch Center gestartet, vom Startplatz 43 um genau zu sein. Und dabei wurden zwei Satelliten in den Orbit gebracht. Apropos Galactic Energy, es gibt ein weiteres interessantes Video und ein paar Bilder von ihrer selbst landenden Testhardware. Diese Testhardware sieht aus wie eine kleine Rakete, ist aber keine Rakete, da ist ein Düsentriebwerk verbaut. Jedenfalls, diese Hardware, die man aktuell hier nutzt und testet, das sind Vorbereitungen für die zukünftige Pallas-1-Rakete. Die Pallas-1-Rakete wird eine größere Rakete als die aktuelle Ceres-1. Und die Ceres-1 ist ja eine Feststoffrakete, zumindest bei den ersten drei Stufen. Bei der Pallas-1 wird das nicht der Fall sein. Da werden ganz normale Flüssigkeitsraketentriebwerke eingesetzt mit Kerosin, soweit ich weiß, also RP-1 und flüssigen Sauerstoff als Oxidator. Jedenfalls, das wird dann eine dreistufige Rakete sein und die Erststufe dieser Pallas-1-Rakete, die soll dann wieder schubgesteuert landen können, genauso wie wir das ja auch bei der Falcon 9-Rakete von SpaceX gewohnt sind. Und diese zumindest äußerlich raketenähnliche Testhardware, dieses Objekt hier, das nutzt man natürlich um die verschiedenen Komponenten, die Hardware-Komponenten, aber auch die Software, die Algorithmen, die entsprechenden, die hier notwendig sind, zu testen, um hier einfach entsprechend Erfahrung aufzubauen. Fehler oder Probleme zu identifizieren, diese natürlich optimalerweise zu fixen, zu beheben, um dann, wenn es schlussendlich in die Pallas-1-Rakete geht, eine möglichst fortgeschrittene Hardware und Software zu haben. Die Pallas-1-Rakete ist nach derzeitigem Stand für nächstes Jahr geplant. Man spricht hier von März 2024. Wie realistisch das jetzt wirklich ist, das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Jedenfalls hier sehen wir einen Teil dieser Pallas-1-Rakete und man hat hier die Düsen für die Lagerregelung getestet. Und in dieser nächsten Szene hier sehen wir einen Test der Stufentrennung. Am 12. Juli 2023 hatte das chinesische Startup Landspace als erste weltweit mit einer methanbetriebenen Rakete den Orbit erreicht. Bis heute die ersten und auch die einzigen. Jedenfalls, das hier ist die dritte Juke-2-Rakete. Bis 2024 möchte man vier weitere Juke-2-Raketen bauen. Und wann der nächste Start stattfinden wird, das ist aber derzeit noch unklar. Wir bleiben in China mit einem weiteren Raketenstart. Am 23. Juli 2023 um 2.50 Uhr UTC startete eine Long March 2D-Rakete vom Taiyuan Satellite Launch Center vom Startplatz 9. Das sind schon richtig coole Aufnahmen hier und das, was von der Long March 2D-Rakete so herunterfällt, das sind Isolationsplatten, das ist ganz normal, da habe ich mal auch ein Video dazu gemacht. Jedenfalls an Bord dieser Long March 2D-Rakete war auch der Lingxi-Kommunikationssatellit und der ist ganz interessant und deswegen schauen wir uns den mal kurz an. Den meisten von euch wird wahrscheinlich das Starlink-Satellitennetzwerk von SpaceX ein Begriff sein, das global, wenn auch nicht überall, einen Internetzugang zur Verfügung stellt. Auch in China ist man bestrebt darin, solch ein ähnliches Netzwerk aufzubauen und laut der South China Morning Post soll in den nächsten Jahren ein Netzwerk von mehreren tausenden Satelliten aufgebaut werden. Man spricht erst einmal von 13.000. Ein Unternehmen, welches ebenfalls in diesem Bereich tätig ist, ist das in Beijing ansässige Startup Galaxy Space und die haben jetzt mit dem Start der Long March 2D-Rakete den Lingxi 03-Satellit, Kommunikationssatellit, in den Orbit gebracht. Das ist jetzt
erst einmal ein erster Schuss. Mit dem Linksee-Kommunikationssatellit soll neu entwickelte Hardware und neue Hardware-Architekturen getestet werden, unter natürlich den widrigen und harschen Bedingungen des Weltraums. Und hier ist beispielsweise zu nennen das sehr, sehr dünne und ausfahr- bzw. ausklappbare Solarpanel. Die Satelliten werden in einem niederen Erdorbit ausgesetzt, in einer Höhe von ungefähr 508 Kilometern. Die Lebensdauer soll um die 5 Jahre betragen. Das Startgewicht liegt bei ca. 330 Kilogramm, wobei der Kollege in diesem Video von 350 Kilogramm spricht. Bei der Leistung sind wir im Bereich von 4,5 Kilowatt. Die Abmessungen sind 2,1 Meter mal 3,3 Meter mal 0,6 Meter. Die Solarmodule sind ungefähr 1 Millimeter dick. Die ganze Konstruktion besitzt 12 Schichten und wenn einmal im Weltall das Ganze auseinandergefaltet wird, dann kommen wir auf Abmessungen von 9 Meter mal 2,5 Meter. Es ist dann geplant, mehrere von diesen Satelliten gleichzeitig in den Orbit zu bringen. Man spricht hier erst einmal von 24 in einem sogenannten Stack. Wir sehen das links in der Grafik. 7 Meter hoch wird der ganze Spaß dann. Und das Gleiche kennen wir auch von den Starlink-Satelliten von SpaceX. Bezüglich der Leistungsfähigkeit oder etwaiger Vergleiche mit den Starlink-Satelliten sollte man meiner Meinung nach noch etwas warten. Da fehlt einfach derzeit die entsprechende Datengrundlage, die Quantität, die Tests und so weiter. Eine Sache kann aber hier auf jeden Fall schon prognostiziert werden und das ist, dass im niederen Erdorbit in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viele andere Satelliten hinzukommen werden. Wir haben aber noch einen weiteren Start der Long March 2D-Rakete, nämlich am 26.07.2023 um ungefähr 20 Uhr UTC startete die Rakete vom Xijiang Satellite Launch Center vom Startplatz 3 und an Bord 3 Yaogan 36 Satelliten. Wie sieht das eigentlich derzeit mit dem Hainan Commercial Space Launch Center aus, dem chinesischen Weltraumbahnhof, das aktuell auf der Insel Hainan gebaut wird, von dem ja ab nächstes Jahr im Jahre 2024 schon die ersten chinesischen Raketen starten sollen? Anhand der hier gezeigten Aufnahme kann man sagen, dass das Ganze auf jeden Fall schon voranschreitet. Wir sehen, dass verschiedene Gebäude schon errichtet werden, Montagegebäude, die Fundamente stehen, Gerüste stehen mittlerweile oder man ist daran, diese zu errichten. Wir haben gesehen, dass auch schon einige Rohre verlegt wurden. Also zusammengefasst sei gesagt, dass zumindest äußerlich betrachtet hier auf jeden Fall einiges schon passiert ist. Kommen wir zurück zu SpaceX und den Starlink-Satelliten. Die Starlink V2 Mini G661 bis 2020 waren an Bord dieser Falcon 9-Rakete. Gestartet ist das Ganze am 24. Juli 2023 von der Cape Canaveral Space Force Station vom Startplatz 40. And we're off of Starlink. Go Falcon, go Starlink. Die Mission war erfolgreich, die Satelliten konnten in ihre entsprechenden Umlaufbahnen ausgesetzt werden und wir sehen ca. 8,5 Minuten später, wie die Erststufe der Falcon 9 auf dem Droneship erfolgreich landet. Also jetzt mal ganz ehrlich Leute unter uns, es kann mir doch keiner erzählen, dass das hier nicht absolut sexy Bilder sind. Was wir hier sehen, ist der Booster 9 des Starships, welcher hier angehoben wird und auf den OLM gesetzt wird, also das OLM Orbital Launch Mount, die Startplattform oder den Starttisch. Und wieso erzähle ich euch das Ganze? Nun ja, SpaceX hat verkündet, dass man mit dem Booster 9 und dem Booster 10 Betankungstests durchgeführt hat. Also man betankt den Booster mit Flüssigmethan und flüssigem Sauerstoff, damit man einfach die verschiedenen Systeme testet. Tatsächlich hätte ich noch einen weiteren Falcon 9 Start für euch, nämlich vor ein paar Stunden, da ist eine Falcon 9 mit 22 weiteren Starlink-Satelliten von der Cape Canaveral Space Force Station vom Startplatz 40 gestartet. Go Falcon, go Starlink.
Auch hier wieder, und das ist seitens SpaceX mittlerweile bestätigt, die Mission war erfolgreich, die Satelliten sind dort, wo sie hingehören, und wir sehen hier wieder 8,5 Minuten später die Landung des Boosters auf dem Droneship, a shortfall of Gravitas. Und das war hier laut SpaceX mittlerweile der 15. Flug dieses Boosters. Was wir hier sehen, ist ein vor einigen Tagen stattgefundener und anscheinend weiterer erfolgreicher Test des Raketentriebwerks, welches für die zukünftige Long March 10 Rakete gedacht ist. Das Triebwerk nutzt als Brennstoff Kerosin und als Oxidator flüssigen Sauerstoff und soll einen Schub von ungefähr 1,3 Meganewton erzeugen. Das Triebwerk soll, wie bereits erwähnt, für die Langer Marsch 10 Rakete eingesetzt werden, aber das ist nicht irgendeine Rakete, sondern die zukünftige chinesische Mondrakete. Kommen wir zu SpaceX und der Falcon Heavy. Ganz richtig gehört, ein weiterer Start der Falcon Heavy steht an. Eigentlich hätte der Start der Falcon Heavy bereits stattfinden müssen, allerdings SpaceX hat diesen abgesagt. Es kam hier zu Problemen und zu Verzögerungen und aktuell ist der Start für den 28. Juli angesetzt. Falls es zu weiteren Startverzögerungen kommen sollte, gäbe es ein weiteres Startfenster am Samstag, dem 29. Juli. Wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen gehabt, dass während eines Außenbordeinsatzes an der chinesischen Raumstation Tiangong durch die Shenzhou 16 Crew eine Panoramakamera platziert wurde bzw. umplatziert wurde, und ich denke, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Schaut euch mal diesen atemberaubenden Ausblick an. Ein weiteres zartes Pflänzlein sprießt aus dem chinesischen Erdreich Naruto Space. Sorry, ich meinte natürlich Nauta Space, und das ist ein chinesisches Raumfahrt-Startup, das aktuell an der Entwicklung einer mit Methan betriebenen Rakete arbeitet. Fangen wir mal beim Triebwerk an. Das Sanglong 1 genannte Triebwerk wird von der Aerospace Propulsion Company entwickelt und gebaut, und dieses wird als Brennstoff Methan oder als Oxidator Sauerstoff verwenden, beide natürlich in flüssiger Form. Das Triebwerk soll einen Schub auf Meereshöhe von 70 Tonnen erzeugen, einen spezifischen Impuls von 290 Sekunden besitzen, es soll regelbar sein zwischen 30 bis ungefähr 115%, und ganz wichtig natürlich, es soll mehrfach wiederverwendbar sein. Das waren jetzt mal ein paar Eckdaten zum Triebwerk, und dann haben wir natürlich noch eine Rakete, und diese soll Space Chaser 1 genannt werden, mit einer Gesamtlänge von ungefähr 67 Metern und einem Durchmesser von 3,8 Metern. So wie ich das jetzt hier herausgelesen habe, soll die Rakete eine zweistufige Rakete sein. In der Erststufe werden 9 von diesen Sanglong 1 Triebwerken eingesetzt, für die Zweitstufe dann ein vakuumoptimiertes Triebwerk. Auf dem chinesischen Raumfahrtmarkt tut sich natürlich derzeit wirklich sehr viel. Bleibt abzuwarten, ob sich diese ganzen Startups, die ganzen Raumfahrtunternehmen auf Dauer auch wirklich halten können. Wie dem auch sei, Naruto Space, ich meine natürlich Nauta Space, ist auf jeden Fall ein Unternehmen, das wir in Zukunft im Auge behalten werden. Das war's, Leute, mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video, hoffentlich. Bis dahin, macht's gut und don't forget to rocket.